So, weiter geht's weiter mit dem Qualifying zum großen Preis von Monaco. Guck kurz noch so in die Nachrichten. Da ist nichts weiter Wichtiges drin. Also kann man reingehen. Das Wetter wissen wir. Es bleibt trocken. Es wird am Ende mal vielleicht ein bisschen regnen. Und das könnte vielleicht unsere Chance sein für einen guten Platz. Mal gucken, was rauskommt am Ende. Final. Wir haben jetzt gleich 18 Minuten Zeit, um eine gute Zeit zu fahren. Darum ist es richtig. So, da sind wir wieder auf der Strecke. Oder bitte wieder an der Strecke. Weil auf die Strecke gehen wir nämlich jetzt. All set. Everyone clear. Car to track. Let's go. Ja, wie erwartet war tatsächlich mein Tablet und so in der Post. Das, was ich in der letzten Folge erklärt habe. Das Tablet und meine Swordwatch, die ich noch bekommen habe. So. Das ist natürlich super, dass wir da eher ein bisschen im Verkehr rauskommen. Warst du das doch vor zum Haas? Ich muss jetzt gerade mal gucken, dass ich den jetzt mal schon überholt bekomme, dass der mir nicht, im Weg steht. Der Mann im Haas. Ja, Haas, den werde ich am Dienstag wieder pilotieren in Bahrain. Und dann hoffen wir mal, dass wir diesmal ein paar Punkte mitnehmen. Im letzten Rennen reicht es ja nur zu Platz 17, also leider keine Punkte, die gibt es ja bis Platz 15 in der Dienstagsliga, wie auch in der Sonntagsliga, das ist dasselbe Punktesystem, nicht wie in der realen Formel 1, nur bis Platz 10. So, ich gehe mal hier ein bisschen raus, gerade aus dem... So, lass den mal ein bisschen vorbeiziehen. Unser Ziel ist es hier, wie gesagt, guten Platz mitzunehmen, 9. sind wir momentan geworden. Das wäre so das, was ich gerne hätte. Naja, mal schauen. So, Hot Lap und gib ihn. So, Bottas, der mir jetzt bitte nicht noch aufs Auto ziehen soll. Dankeschön. Das kann nämlich Monaco durchaus passieren, dass hier mal ein Auto, was aus der Box gerade rauskommt, das eigentlich noch auf die Outlap geht, einem Fahrer, der auf der gezweite Runde ist, mal direkt vors Auto zieht. Und das ist mir jetzt hoffentlich, ist mir diesmal Gott sei Dank nicht passiert. Das wollte ich nämlich noch kurz verhindern. Den Mercedes da noch an der Backe zu haben. Oder vor dem Unfall zu haben. Aber der ja durchaus. Schneller sein dürfte als wir. So, na, ah, die Kurve war nicht gut. Guck mal. Gucken wir jetzt am Ende rauskommen. Was am Ende rauskommt jetzt mit der Zeit. Eben haben wir 14.1 gefahren. Das würde Platz 9 bedeutet. Platz 9 bedeutet. Aber gucken wir mal, was wir jetzt hinkriegen. Ocon. Ja gut, das könnte jetzt sein, dass wir ein bisschen schneller fahren diesmal. 12.9 Ocon. Die 14.1 haben wir gar keine Chance ranzukommen. Wir sind nämlich nur auf 14.9 gefahren und stehen momentan auf P4. Und das wäre der Wasse. Im Harz. Fahrer vor mir. Räikkönen ahead, their best lap time is a 1 minute 13.9. So, das ist ein bisschen besser durchgekommen. Besser der Herr Ricciardo, aber das halten wir momentan echt extrem auf. Aber ist nicht tragisch.
wenn wir es jetzt nicht den kleinen Vorsprung, den wir hier haben, von einer halben Sekunde. Das gab, glaube ich, die gleiche Berührung. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Platz 6, 7, aber das ist davor gekommen. Someone's just posted a faster time. You've been dropped to the fourth row, P7. Ja, Bottas ist schneller gewesen. Fahrer vor mir. Bottas ahead. Their best lap time is a 1:13.6. 13:6, er ist ziemlich gleiche Zeit gefahren als wir. Hängt momentan hinter Wasser, aber momentan faustdicke Überraschung da vorne drin. Und Mahas auf Platz 5. Und wir müssen jetzt erstmal noch in die Box. Wir sind 7. momentan, haben die Raycons halt gepackt mit 13:6 momentan. Ja, sorry, das war keine Absicht. Das war auch. Da muss ich echt aufpassen. Hamilton jetzt gerade mit einer. Die ziehen das halt jetzt. Der Dings hält natürlich jetzt alles auf da vorne, der Red Bull. Ich weiß, dass ich abgekürzt habe. Das war mir auch klar bewusst. So, das ist jetzt Jordan King gewesen, Ex-Team-Kollege. Geht jetzt erstmal wieder auf seine Runde, aber wie gesagt, ich bin ziemlich happy mit der 13er Zeit. Wie momentan so reich, dass er momentan in Reihe 4 steht. Wird aber final nicht übrig bleiben, wird aber auch nicht. Denke ich mal nicht der finale Platz sein. Wenn passt, ist es ja, bin ich zufrieden. Wenn nicht, dann ist es halt so. So far, our fastest lap is a 1:13.6. So. Hilft er jetzt sogar? Auf die Zwischenzeiten sein Bottas als 20. Na, vielleicht habe ich Glück. Bisschen mit dem Sprung nach vorne. 12. jetzt sogar nur. 12. 13. Vettel jetzt. Ich habe 4 verbessert. Der plötzlich einen guten Sprung. Aber wir wissen, die Frage ist, was ist mit Dings, mit Leclerc. Jetzt sind wir so auf 13. Also ich muss jetzt mal ein bisschen noch was setzen. Ich habe eine halbe Sekunde. Stehe auf 8. Gucken, was drin ist. Ich muss auf jeden Fall nochmal raus. Gerade wenn der Regen nachher kommen sollte. Let's go. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Runde setzen. 13:0 würde ja reichen, um. Zumindest Platz 7 zu springen. Momentan sind wir nur 14. Das ist nicht so gut, wie ich das gerne hätte. Gerade für das morgige Rennen sind noch 9 Minuten 20, die wir jetzt wieder im Qualifying fahren. Nein, Michael.
So, ich gebe mal jetzt schon wieder ein bisschen Benzin mehr mit. So. Und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas hier. Kein Auto wird uns nicht drücken, das ist gut. Dementsprechend steht jetzt keiner im Weg. We have two laps of fuel remaining. Wir nehmen einen guten Vorsprung jetzt mit rein in die Runde. So, 1,1 Sekunden Vorsprung. Auto geht jetzt natürlich raus. Aber es reicht für Platz 3. Momentan. Reihe Nummer 2. Yes! 1,12,4. Reihe Nummer 1 hier in Monaco. Reihe Nummer 2 in Monaco. Entschuldigung. Das ist jetzt nur auch eine kleine Zwischensekunde. Weil ich jetzt auch nicht gedacht habe, die hat es nochmal raus, auch die Zeit. Waren ja bei 14 irgendwann. Also waren jetzt bestimmt 1,7 Sekunden, die man nochmal gut gemacht hat. So, ich lasse den Wasser jetzt mal ziehen, gerade kurz. Och, entweder du gehst jetzt vorbei oder lässt es sein. Natürlich werden nochmal einige Fahrer jetzt rausgehen müssen. Aber die Frage ist, wenn der Regen kommen sollte, wie weit sich da noch ein bisschen was verschiebt, wie weit das noch sich verbessert. Aber Wahnsinn, was für eine Zeit auf einmal, ja. Hätte ich gedacht, dass ich da nochmal in die Bestzeiten der Fahrer, in die Topfahrer mit reinlüpfe. Hinter Ricciardo, hinter Lewis Hamilton. So. Ich versuche noch mal eine Runde zu bringen. Checks complete. All personnel be aware, we have a car leaving. Und vielleicht dem einen oder anderen Fahrer die Runde noch mal so ein bisschen zu kontern. Wir gucken, was passiert. Na, ich konnte gerade noch kein 3-Team-Radio machen. Ich habe jetzt auch geguckt, was sie. Was die Spitze fährt. Fahrer vor mir. Say that again. We're having trouble receiving. Fahrer vor mir. Ricardo ahead. Over a lap separates you. Their best lap time is a 1:12.2. Also ich bin happy über diesen dritten Rang momentan. Hinter uns kommt jetzt ein Auto. Das ist jetzt erstmal wie ein Haas. Also ich habe irgendwie gefühlt nur ein Haas momentan hinter mir. Und diesmal ist es George Russell wieder. Bis ich auf sein Auto geachtet. Also auf seine Start mal geachtet ist. Ja, mal wieder Russell. Der wird sich freuen, wenn er dann wieder ein Auto vor uns hat.
So, wir haben noch 2 Minuten 50 Zeit. Ich weiß gar nicht, ob der Regen jetzt wirklich noch kommen sollte. Dementsprechend bin ich jetzt auch nochmal mit einem dritten Satz rausgefahren. Ich habe ja nochmal einen. Weil wenn da jetzt nichts Dramatisches passiert, stehen wir in der Reihe Nummer 2. Aber es wird sich noch ein bisschen was verschieben. Ich bin mir sicher. Die werden alle nochmal rausfahren müssen. So, Ricardo, Ricardo. Was mit der war's? Russell war's. Geht natürlich jetzt nochmal rein. Sie schauen nochmal unsere Reifen holen. Also, 12-2. So. Jetzt Ricciardos Bestzeit momentan. We've only got 2 laps of fuel left. Also, die Runde kriegen wir nicht mehr gesetzt. Ja, schade, das reicht nicht. Da sind wir alle abgekürzt. Ist klar, die Runde wird gestrichen. Und wir haben jetzt noch eine Minute Zeit. Das heißt, wir müssen es jetzt irgendwo uns ergehen lassen. Ich gehe natürlich jetzt in die Box, breche die Runde natürlich auch ab. Sektor 2 war violett, aber die zählt halt einfach nicht. So, was kommt am Ende raus? So, 6 Sekunden noch. Fick, was kommt am Ende raus? Wir haben ein bisschen Vorsprung haben wir mitgenommen, aber was? Und es wird. Noch haben wir keine Meldung, weil jetzt kommen jetzt mal die ganzen. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, okay. Aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung: Hamilton, Bottas und Daniel Ricciardo. Das Qualifying ist beendet. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit Platz 8. Das ist okay. Es wären wieder wichtige Punkte für uns. Vielleicht schaffen wir es, ein, zwei Autos zu holen, wenn wir auf 6. Mal gucken, was am Ende rauskommt. Ja, ich hoffe, dass wir ein paar Pünktchen mitnehmen hier aus Monaco. Das wäre mal wieder ein kleiner Schritt da vorne. Nächste Woche ist, glaube ich, Kanada dran und dann müsste Baku kommen. Kanada wird eine relativ, ist für mich eine relativ einfache Strecke. Letzte Saison meinen ersten Saisonsieg dort geholt, aber das diese Saison kriegen, abwarten. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Das war gar kein Rennen, es war ein Qualifying, aber auch. Okay. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Startposition im Rennen morgen? Ja, definitiv.
Wir haben heute ein paar interessante Ergebnisse gesehen. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Leistung? Ja, es war okay. Hat Spaß gemacht, doch, ja, stimmt. Gibt es irgendetwas, von dem Sie glauben, dass es Ihnen im Vergleich zu Ihren Gegnern einen Vorteil verschafft hat? Ja, vielleicht die Strategiefähigkeit. Mal gucken. Danke für den Kommentar. Jo. Und da, das sind wir gut mit dabei. Dieses Neongelbe, ja. Geil. Sieht aber geil aus, finde ich. Passt doch dem Auto. So, Punkte werden eingetragen und dann geht's durch. Nächste Session heißt Rennen für diesen Sonntag. Da stehen 20 Runden in Monaco an. Und die hoffen wir mal, dass wir diese halbwegs unbeschadet wie möglich überstehen. Wie gesagt, vielleicht Möglichkeit haben, Platz 7, 6 rauszuholen. Mal gucken, was im Finale am Ende dann passiert. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Jo. Gucken, was noch passiert. Es gibt keine Meldung über irgendwelche Wetterkapriolen. Dementsprechend starten wir auf Soft und wir sehen uns dann morgen wieder um 14 Uhr mit dem Qualifying. Bis dahin. Und mit dem Rennen natürlich. Entschuldigung. Tschüss.